Geländegängige Kombis sind im Moment gefragt. Noch interessanter werden sie für viele Autokäufer, wenn sie dazu noch mit einer gewissen Offroad-Optik versehen sind. Audis Allroad und Volvos XC-Modelle waren bislang die erfolgreichsten Vertreter dieses Genres. Nun kommt ein Newcomer hinzu, der Passat Alltrack. Entsprechende Erfahrungen mit derartigen Autos hat Volkswagen schon länger. Vor 20 Jahren war der legendäre Golf Country seiner Zeit weit voraus. Heute tritt der Passat Alltrack in seine Fußstapfen. Zumindest in leichtem Gelände muss er nicht kapitulieren. Trotzdem bietet er alle Annehmlichkeiten, die man von der zivilen Version gewohnt ist. Unterwegs heute im Passat Alltrack. Das ist so ein bisschen das Auto wie ein Schweizer Taschenmesser. Da ist alles dran. Säge, Bohrer, Messer, Schraubenzieher. Und das kann man mit dem Passat Alltrack auch alles machen. Man kann ihn nutzen als Familienauto, man kann ihn nutzen zum Ziehen eines Pferdeanhängers zum Beispiel und genauso für die Familie. Und wenn es dann verschneite Straßen hat, dann können wir heute zum Beispiel gerade mal den neuen Bergabfahrassistent ausprobieren. Dazu betätigen wir hier die Offroad-Taste und wählen dann über das Bremspedal eine Geschwindigkeit zwischen 0 und 30 Kilometer. Und wenn diese Geschwindigkeit einmal eingestellt ist, dann bremst das Fahrzeug sich beim Bergabfahren automatisch ab. Das heißt, man muss nicht dauernd auf der Bremse stehen. Das Auto haut einen nicht ab beim Bergabfahren. Eine tolle Erfindung und eine wichtige Hilfe hier in den winterlichen Tiroler Alpen. Weiters ist das Fahrzeug der Alltrack 30 mm höher wie ein normaler Passat. Das hilft natürlich bei Fahrten wie hier, bei ausgespurten Winterstraßen. Und wer auch mal ins Gelände muss, ist vorne der Böschungswinkel des Spoilers anders. Und weiters ist ein Stahl-Unterfahrschutz am Auto eingebaut, dass wenn wirklich mal einer über einen Waldweg oder Feldweg fahren muss, unten auch nichts beschädigt wird. Also rundherum, wie es schon heißt, nicht nur Alltrack, ein Fahrzeug auch beinahe für fast alle Gelegenheiten. Zur Markteinführung stehen 4 Motoren zur Wahl. 2 aufgeladene Turbobenziner mit 160 und 210 PS sowie 2 TDI mit 140 und 170 PS.